Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Meckerlein. Heute gibt es mal wieder einen Vlog, denn es ist richtig viel passiert heute. Es ist verdammt viel passiert. Zum einen haben wir heute Internetanschluss bekommen. Yay! Endlich Glas. Entschuldigung, endlich Glasfaser. Hier seht ihr die Halterung vom Router. Können wir jetzt endlich nutzen. Das heißt also, das Video, was ich jetzt gerade drehe, sollte jetzt, wenn ich fertig gedreht habe, innerhalb von Instant eigentlich hochgeladen sein. Weiß ich nicht genau, aber ja. Download haben wir. Moment, ich gucke mal gerade nach im Discord. Habe ich es gepostet. Wer Discord noch nicht ist, einfach mal abonnieren und einfach mal dazukommen. So, und da sehe ich gerade 533,3 Mbits pro Sekunde im durchschnittlichen Download. Und 112,6 Mbits im durchschnittlichen Upload und eine durchschnittliche Latenz von 7,75 Millisekunden. Ist es nicht geil? Finde ich auch, ja. Ist momentan noch Chaos hier, weil ich habe jetzt da drüben war der alte Router, da drüben ist es der neue Router, und zwar ganz weit da drüben, 20 Meter von hier. Und ich habe jetzt einfach mal provisorisch quer durch den Flur, zeige ich euch gleich ein Kabel gelegt, damit ich einfach mal Internet habe und ein bisschen was arbeiten kann. Das wird morgen übrigens noch spaßig. Dann hat mir freundlicherweise Markus von der Nitex GmbH, Grüße nochmal raus an dich, danke, dass du so schnell gehandelt hast, nochmal Verlegekabel vorbeigebracht. Er hat gemeint gehabt, hier kannst du in die Wand reinknallen, werde ich auch noch gleich verlegen. Also für mich ist heute noch lange nicht Feierabend. Ja? Videos werde ich noch drehen. Ja, ich habe jetzt hier noch eine Folie, das seht ihr jetzt gerade nicht, das seht ihr gleich noch. Ich habe eine Folie hier auf der Tischplatte drauf. Da werde ich ein paar Videos zu den DLP-Druckern drehen. Zum einen ist hier für den Eligo Mars eine neue Folie gekommen, weil ich die alte geschrottet habe. Und zum anderen ist hier noch ein Paket gekommen für ein neues Druckbett für den OneHow Duplicator. Der Drucker hat sage und schreibe immer noch zero Drucke geleistet. Ich vermute einfach, also der Drucker funktioniert, er levelt richtig, er kommt richtig runter und alles drum und dran und er härtet auch das Material aus. Das heißt also, der UV-Strahler, gehe ich nur von aus, funktioniert auch. Das einzige Problem ist, es haftet nichts an der Druckoberfläche. Und deswegen habe ich eine neue Druckplatte bestellt, weil ich sowieso schon von Anfang an, das habe ich euch ja auch schon im Video, da oben packe ich den Link hin, genau. Im Video, als ich den ausgepackt habe, schon gesagt, dass da so eine kleine Nase oder irgendwas dran ist, habe ich versucht abzuschleifen und sonst hat aber alles nicht geholfen. Genau, das habe ich jetzt ein komplett neues bestellt, in der Hoffnung, dass das Ding jetzt funktioniert und dann der Drucker auch endlich drucken kann und ich dann anfangen kann, die nächsten Projekte zu drucken. Zum einen Siedler von Katan muss weitergedruckt werden und zum anderen noch ein Lichtschwert. Geplant war es ja, dass ich in Urlaub fliege, in die USA und dort im Disneyland mir ein richtig cooles Lichtschwert zusammenbaue oder vielleicht nur eins kaufe und mitbringe, da das beides jetzt dank Corona ins Wasser gefallen ist, drucke ich mir jetzt einfach eins selber. Und dann baue ich mir ein Lichtschwert nach dem anderen, was dann da hinten an die Wand kommt. Also da an die Wand. Ja, die Wand kennt ihr ja mit den Nerf Guns. Da kommt übrigens auch noch bald ein Video. Ich bin gerade die Teile am Drucken. Der i3 und der Mini drucken gerade fleißig die Teile für die nächste Nerf Gun. Und dann kommt noch ein Video über etwas, da gehen wir auch gleich mal rüber, zeige ich euch mal für eine nette Box, das kommt morgen. Ich wollte es eigentlich heute zeigen, aber heute ist so viel passiert, habe ich gedacht, ich mache jetzt mal einen kurzen Vlog zwischendrin. Genau, dann habe ich den super PLA-Kleber von Peter ausprobiert. Wo ist er da hin? Da, diesen hier, erinnert euch, ne? Den habe ich ausprobiert und zwar nicht irgendwo, sondern am Ironman. Und was habe ich gemacht? Ich habe erstmal die Kontaktflächen entsprechend geschliffen, ist beides PLA. Habe den Kleber auf beiden Seiten aufgetragen, habe vorher noch ein Löchelchen in beide Seiten reingebohrt. Habe einen Polypropylen-Filament so ein Stückchen genommen, im 2,85 mm Durchmesser. Habe das unten in die Plattform reingesteckt, habe es in die Füße reingesteckt, habe zwischendrin Kleber aufgetragen auf beiden Seiten, kurz gewartet, draufgesteckt, kurz trocknen lassen und nach einer Stunde ungefähr war das so ausgehärtet, dass der Typ jetzt schon die ganze Zeit da steht und ich keine Angst mehr haben muss, dass das Ding die Biege macht. Genau, ist nämlich vorher ein paar Mal passiert, als wir auf der Gewerbeschau waren und das Ding von A nach B transportiert haben, ist es dann hier angekommen und hat die Biege gemacht. War ziemlich ärgerlich, weil die Hand ist abgebrochen, der Arm war abgebrochen, das habe ich alles... Den Arm habe ich angeklebt, die Hand noch nicht, die muss ich nochmal drucken.
Ist halt ziemlich ärgerlich, so im Großen und Ganzen. Und ja, aber er wird wieder. Er ist gerade wieder am Genesen. Er ist jetzt gerade aus der Krankenstation raus, wenn man so will. Nein, Quatsch. Ich freue mich, dass er wieder Form annimmt und dass er wieder fertig wird. Genau. Das ist auch passiert. Dann, was ist als nächstes passiert? Stimmt, Verlegekabel liegt drüben. Der Schuldrucker liegt noch so zur Hälfte in Einzelteilen hier unten. Am Moron ist jetzt auch noch nicht wirklich was passiert, kann ich euch ja mal gerade zeigen. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Schande über mein Haupt. Na, da steht er. Ich habe es immer noch nicht geschafft, das Druckbett entsprechend anzuklemmen. Da muss noch entsprechend der Sensor zwischendrin eingelötet werden. Das habe ich noch nicht geschafft. Kommt aber bald. Genau. Das mache ich heute Abend noch vielleicht. Mal gucken. Nein, nicht tracken. Das möchte ich jetzt gerade nicht, weil sonst wackelt das Bild immer hin und her. Genau. Den Druckbettsensor. Den Thermosensor für den Voron habe ich noch nicht eingelötet oder noch nicht eingearbeitet. Das muss ich noch machen. Nicht eingelötet, aber eingearbeitet. Und den Widerstand oder was es ist, die Diode für die Z-Probe muss ich auch noch einlöten. Und sobald das gemacht ist, sind alle Kabel soweit verklemmt und können noch angeschlossen werden. Und dann kann man den ersten Testlauf starten. Also es sind wirklich nur noch die zwei, drei Kleinigkeiten. Das Druckbett muss nochmal rumgedreht und aufgeschraubt werden, natürlich. Dann ist echt Druckzeit. Dann ist Druckzeit. Yay! Ich weiß nur momentan so chaotisch, wie es hier aussieht, nicht, wann ich das machen soll. Genau. Ja, dann gehen wir mal kurz nach vorne. Ich zeige euch mal. Blub. Ich drehe mal kurz die Kamera um und dann seht ihr auch schon, da ist das Kabel. Und das geht wirklich hier durch. Habe ich einfach mal so quer durchgelegt. Und da in den Raum mit den hässlichen grünen Fliesen. Sorry, wenn ich es so sage, aber es ist so. Da kommt überall Strom her in der Verlängerung, damit das auch halbwegs ordentlich ist. Und na, da unten haben wir den Router und da haben wir das Modem. Das bedeutet, damit haben wir Glasfaser und da werde ich nachher noch die Löcher bohren, dass wir entsprechend das Ganze ordentlich verlegen können. Und jetzt ja, gehe ich mal kurz mit euch raus. Nee, nicht nochmal tracken. Ah, egal. So. Ah, ja. Da kommt schon das nächste Teil. Da oben springt schon einer halbnackig vor der Kamera rum. Da seht ihr, da ist eine Brücke gebaut worden. Da bauen sie jetzt gerade das nächste Teil ein für den Fahrstuhl. Und damit sind jetzt, na, Kamera dreh dich um. Damit sind jetzt beide Gebäude, also das Hauptgebäude und das eigenständige Nebengebäude, sind jetzt quasi mit einer Brücke verbunden. Da kann man Licht ausmachen. Ja, und das war jetzt soweit. Die Brücke draußen, das heißt, man kann jetzt zwischen den Gebäuden bald hin und her laufen, sobald die Bodenplatten dann entsprechend drauf sind und das Geländer drauf ist. Man kann auch bald den Aufzug nutzen, der draußen steht, sobald der dann entsprechend eingerichtet ist. Ich glaube, das machen die gerade drüben, die das Podest für den Aufzug entsprechend reinziehen und dann kommen auch die Bodenplatten drauf, dann ist das alles soweit auf einer Höhe. Und dann ist der Aufzug auch bald fertig und die Baustelle draußen ist endlich weg. Dann kann man endlich mal wieder von hinten aus der Benchstraße wieder durch die Einfahrt durchfahren und muss nicht hier außen rum irgendwie behelfsmäßig rüberfahren. Dann gibt es eine wichtige Neuigkeit. Kurz bevor ich das Video angefangen habe zu drehen, kam von der DHL eine Nachricht. Und das freut mich endlich, dass es das soweit ist. Andere würden sagen, bist du deppert oder so, dass du dich darüber freust. Wir haben eine Rechnung von der DHL bekommen. Und es hat geheißen, wenn wir die Rechnung jetzt bezahlen und denen zeigen, ey, hier ist überwiesen mit der entsprechenden Tarn, dann kommt das Ding hierher. Dann kommt das Material her. Ansonsten müssen wir noch ein paar Tage warten, bis das Geld drüben ist. Dann wird es wahrscheinlich nächste Woche. Aber vielleicht klappt es dann sogar schon diese Woche. Weiß ich nicht genau. Müssen wir gleich mal gucken. Ich werde gleich die Überweisung noch anstoßen und denen das rüberschicken, dass die Jungs und Mädels das dann halt auch vielleicht morgen schon abfertigen können und dass das dann vielleicht Freitag bei uns steht. Weiß ich nicht genau. Ist die Hoffnung da? Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Und dann haben wir soweit endlich mal wieder eine Ladung KVP hier. Also wer noch nicht bestellt hat, kann es gerne vorbestellen. Wir haben deutlich mehr als beim letzten Mal bestellt, aber das letzte Mal war es fast instant leer. Ja.
Wir hoffen jetzt nicht, dass es so weit kommt, dass es so schnell geht. Doch schon irgendwie, ja. Also wir freuen uns, wenn ihr bestellt. Also es ist nicht so, dass nicht. Zum Thema Ether und ABS habe ich noch keine Neuigkeiten gehört. Das Fire Engine Red ist drüben, könnt ihr also bestellen. Ist auch im Store, glaube ich, eingepflegt. Aber was das Schwarz angeht, kann ich euch momentan noch keine Auskunft geben. Ist unterwegs, laut Dings, laut Ethan. Und kommt irgendwann Mitte bis Ende August hier an. Also in den nächsten 2, 3 Wochen hoffe ich mal. Ja, wir sind hinten dran. Wir schreiben dem quasi jede Woche eine schöne E-Mail. So, ey, wie sieht's aus? Dauert halt immer noch ein bisschen. Genau. Ist, wie ihr sehen könnt, jede Menge Arbeit. Weil zu koordinieren, dass Leute am anderen Ende der Welt, sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen Ende der Welt, einem Material zur Verfügung stellen, das Ganze zu überweisen, in Vorleistung zu gehen, halt entsprechend den Versand zu organisieren und dann den Shop einzupflegen, dass ihr bestellen könnt und dass das alles auch relativ reibungslos funktioniert, das Ganze zu pflegen, das Ganze zu koordinieren. Allein schon, wie oft ich jetzt mit dem Zoll telefoniert habe und denen gesagt habe, ey, das Material aus den USA ist das und das enthalten. Die wollten wirklich die Bestandteile haben von dem Material, grob, nicht die genaue Zusammensetzung, aber grob. Und wollten wissen, um was für ein Material es geht, wie viel Anzahl von Rollen da drin sind, wie viele Meter auf jeder Rolle, was weiß ich alles, was die alles verlangen. Also nicht Meter auf der Rolle, aber das sind so die Angaben, die normalerweise verlangt werden, damit man eine Zolltarifnummer kriegt. Und dann kann man das Ganze halt an die DHL weiterleiten. Die DHL berechnet dann auf Grundlage dessen entsprechend die ganze Kohle und alles. Und dann muss das alles nochmal überwiesen werden. Das heißt, an 3, 4 verschiedenen Stellen wird man zur Kasse gebeten. Das muss auch alles organisiert werden. Und das muss man alles in Vorleistung treten. Ja, das ist also nicht ganz ohne und davon leben wir. Und das versuchen wir auszubauen, dass wir halt wirklich hier bei Makorama, und wenn ich von wir rede, meine ich damit zum Teil die Susanna, die in Arbeitnehmerüberlassung hier arbeitet. Ich nenne sie immer Mitarbeiterin, weil sie einfach zur Familie gehört. Ja? Bald fängt der Flo an, den kennt ihr noch nicht. Dann André, den kennt ihr eventuell, wenn ihr auf dem Stammtisch wart, der hilft auch freiberuflich aus. Von daher, die Makorama-Familie wächst. Die Makorama-Familie wächst auch auf YouTube. Und es ist viel Arbeit, die dahinter steckt. Und dementsprechend versuchen wir dann auch ein bisschen irgendwie davon leben zu können. Ich weiß, wir werden immer dafür kritisiert, dass das KVP-Filament zu teuer ist. Wir sind dran zu regeln, dass wir da vielleicht bald ein gutes Stück günstiger sind. Momentan sind wir aber halt schon am unteren Ende quasi von dem, was auf der Weise machbar ist, angekommen. Ich weiß, das passt nicht jedem. Die Tage hat mich jemand angeschrieben, der wollte eine Sammelbestellung machen. Hat gemeint gehabt, ja komm, das können wir doch so machen und geht halt ohne. Und dann brauchst du deine Marge auch nicht. Nee, sorry Leute. Gerade von der Marge leben wir, dass wir diese ganze Koordination machen mit Versand und alles. Dass wir in Vorleistung gehen, dass wir das Ganze ins Lager nehmen, dass wir die Miete hier bezahlen, dass wir gucken, dass das alles hier funktioniert und dass der Shop gepflegt ist und alles drum und dran. Nehmt uns das bitte nicht böse. Davon leben wir, genauso wie ihr davon lebt, wenn ihr irgendwo arbeiten geht. Ich weiß, es ist momentan eine schwere Zeit für jeden, auch für uns. Aber es hilft uns weiter, wenn ihr uns da unterstützt und dann weiterhin bei uns bestellt. So, und jetzt zum Schluss zeige ich euch nochmal was. Wir gehen nochmal kurz rüber. Ich zeige euch nochmal was für morgen, was morgen für ein Video auf euch wartet. Ungefähr, grob, nicht genau, aber ungefähr. Da seht ihr zum einen mal Licht Nummer 1, Licht Nummer 2. Also das ist das Fill-Light, das ist das Hair-Light, also was von hinten so quasi auf ein bisschen die Kontur zeichnet. Das ist das, was von der Seite noch so ein bisschen auffüllt. Und da ist das Key-Light. Und jetzt zeige ich euch mal, was morgen auf euch wartet. Und zwar dieses kleine Gerät da hinten. Ne? Da. Das da. Ist ein schickes Gerät, kann ich euch nur sagen. Und zeige ich euch morgen im Detail. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr das Video morgen nicht verpassen wollt oder das Video über die Nerfgun, wo hinten der Mini gerade druckt oder der E3 auch gleich nochmal druckt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt von der Nerfgun, dann abonniert den Kanal. Wenn ihr Lust habt auf einen Livestream, wir haben ja jetzt schnelles Internet, wir können am Freitag rein theoretisch wieder einen Livestream machen. Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Dann abonniert bitte den Kanal, würde mich super freuen, wenn die Makorama-Familie weiter und mehr wächst. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir sehen uns morgen wieder. Happy Printing!